Morgen und ein wunderschönes Hallo zu diesem neuen Video. Ich werde dich ein kleines bisschen mitnehmen. Ich habe nämlich frei heute und ich habe zuerst mal die Küche gemacht. Tada, sie ist wieder sauber, das freut mich. Mein Schätzele liegt noch im Bett, der ist ziemlich müde die Tage, aber ich meine, der soll schlafen, wenn du magst. Lass den Mann schlafen, schlafende Menschen tun nichts sehr Böses, also wie sagt man so schön, deswegen ja. Ich habe jetzt die Küche gemacht. Und ich habe jetzt hier meine Erdbeermilch, da trinke ich jetzt einfach schön Gläschen. Und ich fahre jetzt gleich noch zum Laden dann, weil ich extra früh aufgestanden bin, weil ich mich was besorgen will. Und ja, deswegen muss ich kurz nach Öffnung da sein, damit einfach da nichts schief geht. Shopping wurde erfolgreich beendet. Ich habe alles bekommen, was ich wollte, was eigentlich nur eine Sache mal sechs war. Ja, ich habe auch schon gerade alles eingeräumt in den Kühlschrank, ich sag's dir. Kühlschrank Tetris auf allerhöchstem Niveau. Guck dir das mal an. Das hat einfach gar nicht mehr reingepasst, bis ich die Dinger hier drin hatte. Oh mein Gott, ich sag's dir. Oh, übel. Aber ich hab's geschafft und ich muss ja sagen, ich habe auch schon ein bisschen vorbereitet und habe die Tage jetzt einfach viele Sachen aus dem Kühlschrank aufgebraucht, nichts nachgekauft und so weiter. Also man macht's ja nicht so ganz unvorbereitet. Sechsmal Tagesration für Saftkur. Tada-ta. Finde ich, sieht mega witzig aus. Das ist die Saftkur vom Aldi. Und ja, Domi und ich werden jeweils 3 Tage Saftkur machen. Bäh. Fail. Bleibst du... Nee, Ja. So, egal. Ich bin so gespannt, wie das Ganze wird. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich so voll aggro werde und so voll pisst bin und so voll, oh, geh mir aus dem Weg und geh mir nicht auf die Nerven und gib mir meinen Steak zum Essen. Ich weiß es nicht, wie ich das Ganze so vertrage, aushalte. Ich habe ja schon mal Heilfasten gemacht, 3 Wochen lang. Bester Apfel meines Lebens, aber andere Geschichte, es war in der Klinik. Ja. Domi hat sowas noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Jetzt muss ich die Wäsche noch machen und dann muss ich noch lernen, weil ich habe nämlich demnächst meine Prüfung. Und zwar eine Prüfung, nicht die Prüfung, auf die alle bezüglich meines Gewichts und so, was da schon so ein bisschen bekannt ist, aber noch nicht so richtig. Nein, eine andere Prüfung. Ich habe Karateprüfung. Mega geil. Ich darf meinen Actiongürtel machen. Es ist aktuell alles sehr angepasst. Corona-mäßig ist das Ganze sehr abgespeckt und natürlich halt alleine. Normal ist ja immer Partnerübungen und dies und das und Anwendungen und so mit dabei. Dieses Mal nicht. Ja, was soll's. Aber ja, Verband macht halt einfach alles angepasst. Leben muss weitergehen und ja. Deswegen gibt es die ganzen Sachen einfach alleine im Sologang. Nächste Station ist ein bisschen lernen. Ja. Nee. Die ganzen Techniken brauche ich nicht mehr lernen. Das hier auch nicht mehr richtig. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen hier irgendwo da Text und so und Dinge, die ich noch ein bisschen lernen muss auf jeden Fall. Und ja, weil es ist ja auch ein bisschen Theorie mit dabei. Und wäre echt peinlich, wenn ich die nicht könnte. Deswegen lerne ich die jetzt noch ein kleines bisschen, weil ich habe echt nicht mehr so viel Zeit. Das ist demnächst nämlich schon soweit. Und ja, mit demnächst meine ich morgen. Wir sehen uns hoffentlich dann mit Haaren, die nicht im Weg sind. Morgen hoffentlich mit einer bestandenen Prüfung. Dann morgen. Tada! Ich habe eine Urkunde, was bedeutet, dass ich die Prüfung bestanden habe. Ich freue mich dermaßen, ich sag's euch. Klar war die Prüfung natürlich total anders, weil Corona, ihr wisst ja. Deswegen normalerweise macht man ja auch eben mit Partner und normalerweise macht man halt auch in der Gruppe einfach die Prüfung zusammen. In dem Fall nicht. In dem Fall ist das Ganze einfach ein Solo-Gang. Aber ganz ehrlich, überhaupt, dass man das machen konnte unter eben den Regeln, die es gibt, ist doch einfach schon mega. Also von daher ist es schon mega auf hohem Niveau. Ich hoffe natürlich, dass die nächste Prüfung wieder normal wird, aber trotzdem freue ich mich unglaublich. Also ich kann gar nicht aufhören zu grinsen. Übrigens, ich habe jetzt, ich blende hier mal ein Bild ein. Das ist mein Prüfungsbild. Sau geil. Können wir bitte drüber reden, wie gut jetzt dieser Gürtel zu meinen Haaren passt? Ja, juckt wahrscheinlich kein Mensch hier auf dieser Erde, aber ich freue mich total über solche kleinen Details, mega. Und die Länge ist einfach perfekt. Ich habe den jetzt ein bisschen kürzer wie mein Blaugurt, weil der halt doch schon sehr lang war.
Und ja, mega nice auf jeden Fall. Ich freue mich so. Den werde ich jetzt erstmal eine ganze Weile tragen, ihr Lieben, weil es gibt ja drei Braungurte. Das heißt, zweimal mache ich noch Prüfung mit dem Braungurt. Da ändert sich der Gürtel an sich aber nicht. Und dann kommt der schwarze Gürtel sozusagen, der begehrte schwarze Gürtel immer, ja, ich will den auch haben, ganz klar natürlich. Aber das ist noch eine Weile bis dahin und bis dahin trage ich meinen Braungurt mit viel Liebe und viel passender Farbe zu meinen Haaren. Ihr wisst Bescheid. So. Guck mal, wie schön das Wetter ist. Es ist richtig, richtig sonnig heute und richtig warm. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir unbedingt noch ein bisschen Fahrrad fahren wollen, wenn wir schon mal jetzt Fahrräder haben, ne? Das machen wir jetzt auch. Und ja, kennt auch nicht fehlen. Schätzel ist gerade noch kurz im Bad. Und ja, dann drehen wir noch eine Runde und dann abends kochen wir noch zusammen. Aber da verrate ich nicht. Interessante Sachen wie Duschen gemacht, also kurz geduscht, solche Sachen, die man halt tun muss, ja, aber nie wirklich interessant sind. Jetzt koche ich aber erstmal noch. Ich habe hier nämlich wundervolles Gemüse und ich will einen ultra coolen Kohlfleischauflauf machen. Was machen wir denn, Schatz? Ein schönes Hackfleisch, gut gewürzt, wird hinauf in eine Auflaufform, die da hinten bereitsteht. Tada! Und dann kommt es mit einer Gemüsemischung aus Brokkoli, Blumenkohl und zu unserer Linken noch Romanesco. Die sind voll cool. Und außerdem heißt der auch Türmchenkohl und es ist unglaublich niedlich. Oh mein Gott. Dazu noch eine kleine Soße als kleine Flüssigkeitmenge. Dann mit Käse überbacken und das Ganze dann ab in den Ofen. Und dann bin ich gespannt. Hier habe ich die Soße, das ist jetzt Hälfte Wasser und Hälfte magere Kochsahne mit 7%. Und da muss jetzt noch ein bisschen Kräuter und Sachen hier rein. Einmal ein Teelöffel von dem, oh Gott, nicht fallen. So, okay, ein bisschen noch. Na, ein bisschen noch, gar nicht verklebt zum Glück, nein. So, Gemüsebrühe, bisschen Paprika, dann ein bisschen Muskat. Bisschen Pfeffer, oh, das war vielleicht ein bisschen viel, egal, ja, verrühren und das kommt dann gleich hier über das Gemüse, dass irgendwie ein bisschen Flüssigkeit da ist, wo sich halt irgendwie das garen kann. Ei, ich habe jetzt das Hackfleisch einfach drauf geschmissen und da kommt jetzt hier noch ein bisschen Mozzarella drauf, also mit ein bisschen meine ich halt einfach ein bisschen viel, na, oh. Hoppala. Oh. Ach, das geht schon. 3-Sekunden-Regel irgendwie, oder? Scheiß drauf. Was? Mann, sieht das lecker aus. Boah. Lass mal gucken hier, ob das durch ist oder nicht. Ja. Ja, doch, doch, das wirkt, glaube ich, ganz gut. Ich finde, es sieht richtig lecker aus, auf jeden Fall. Und der Türmchenkohl ist einfach echt cool. Wow. Probier mal, wie schmeckt's? Heiß. Heiß. Ist Gemüse durch oder ist noch hart? Weil es hat ein bisschen fest gewirkt. Es ist jetzt nicht so weich, wie wenn du das jetzt ewig gekocht hättest. Aber für mich wunderbar auf die Art und Weise. Und schön gewürzt und so. Ich bin momentan sehr begeistert. Oh, das freut mich. Da würde ich sagen, wir futtern auch. Und gucken Serie. Wir gucken gerade Americans an. Die ist sehr cool. Und verabschieden wir uns, oder? Ja, dann sagen wir mal tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Wir sehen uns mit Sicherheit beim nächsten Mal. Abonnieren. Da andere Videos angucken, lieb haben und
kraulen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.